Das Besondere ist, dass man immer herzlich aufgenommen wird. Man ist wie daheim und trotzdem in Urlaub. Man kann hier die Seele baumeln lassen und einfach mal vom Alltag, vom geschäftlichen Treiben einfach mal sich gehen lassen. Die Atmosphäre hier ist einfach wunderschön, man kann es genießen hier in der Natur. Weil das Gesamtkonzept richtig stimmt, mit Spa, Saunabereich. Aus der Umgebung kann ich es nur empfehlen, wenn man es nicht weit hat. Sie finden nichts Schöneres hier. Also es wie in der Toskana. Da war ich gleich so begeistert und habe eben auch zu meinem Sohn gesagt, also das wäre ein Traumambiente für die Hochzeit. Ja, wir fühlen uns hier wohl. Es könnte unser Zuhause sein. Ja, Reiterhof, muss ich einfach sagen, ist für mich Relax, Ruhe, Entspannung, gutes Essen, die Seele baumeln lassen. Es gibt wohl kaum ein Hotel in der Region, das mit einer derart einmaligen Lage punkten kann, wie der Reiterhof Würzberg. Hoch oben über dem Luftkurort Würzberg gelegen, umgeben vom Frankenwald, dem Herzen Oberfrankens, finden die Gäste hier eine Wellness- und Wohlfühloase, die ruhig und dennoch zentral gelegen ist. Im September 1977 eröffnen Helmut und Hanna Eckert den Reiterhof Würzberg. Eine Zeit, an die sie sich heute noch gern zurückerinnern. Da ich als Kind eigentlich ein Freund von Hotels war und sehr viel in Hotels rumkam, war der Gedanke da, ein Restaurant zu machen. Das Dach war riesengroß, Zimmer einzubauen und auch irgendwann ein Hotel draus zu machen. So ging es in etwa los. Als das aufgemacht wurde, ist es so gelungen gewesen, dass die Leute hier scharenweise kamen. Das ist enorm gewesen. Gäste aus nah und fern besuchen damals schon den Reiterhof. Unter ihnen Geschäftsleute und so bekannte Sportvereine wie der FC Bayern München. Das Haus selbst ist zu dieser Zeit mit etwa 25 Betten noch relativ klein, ebenso wie das gastronomische Angebot. Doch die Eckerts sind erfinderisch, bieten den Gästen frische regionale Küche und selbst kreierte kulinarische Köstlichkeiten. Wie das bis heute beliebte Gewürzbrot, eine Kreation von Hanna Eckert, das schon damals über die Region hinaus von sich reden macht. Ist dann ein Mittelpunkt geworden, als die Bayern zu uns kamen. Die haben ja bei uns hier Station gemacht, das ganze Haus gehabt. Und der Wohlfahrt war ja ein Verfechter dieser Ernährung, Dr. Wohlfahrt. Der hat mich dann auf die Seite genommen und hat gesagt, wäre es machbar, dass sie mir wöchentlich 50 Brote schicken und 50 Schinken. Wir haben ja auch selber Schinken gemacht, aus biologisch gefütterten Schweinen. Dann haben wir ihnen 50 Schinken und 50 Brote geschickt. Und als ich nach etwa einem halben Jahr kein Geld kam von den Bayern, habe ich einen Höhner angerufen und gesagt, du Uli, was ist das los, wann kommt doch mal dein Geld? Hat er gesagt, ja, ich schicke dir Fanartikel. Eine Kooperation mit dem Fußballverein kommt nicht zustande. Und dennoch sind es Aktionen wie diese, die den Reiterhof bekannt machen. Gepaart mit der Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Betreiber wird das Haus schnell zu einer bekannten Adresse. Das hat sich eigentlich rumgesprochen. Wir sind die Holländer gekommen. Die großen Einkäufer und Verkäufer, die haben in Holland das Gefühl, die Worte gehabt, wenn du nach Oberfranken musst, musst du in Reiterhof gehen. Das hat natürlich Spaß gemacht, das erste Mal aus einem normalen Familienverhältnis in Gastronomie zu kommen. Da hat man gern mitgearbeitet am Wochenende. Das hat irgendwie alles Spaß gemacht. Und über die Jahre haben wir dann quasi schon jeden Samstag mitgearbeitet. Und da hat sich dann auch bei mir irgendwann der Wunsch geprägt, ich möchte auch in die Gastronomie. Und für mich war dann schnell klar, ich lerne Koch. 1997 übernimmt Frank Eckert schließlich die Leitung des Hotelbetriebes. Die Küche jedoch bleibt seine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die er bis heute pflegt. Gemeinsam mit seiner Frau Susanne entwickelt er in den kommenden Jahren den Reiterhof weiter. Und das mit wachsendem Erfolg. Heute arbeiten hier in dem familiengeführten Haus 50 Mitarbeiter. Und das in familiärer Atmosphäre. Ganz großes Herzensthema ist die Personalführung, weil es mir einfach ganz wichtig ist, dass es den meinen Mitarbeitern gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ja, einfach gerne auf die Arbeit kommen und auch einfach Entscheidungen mittreffen und dass das Ganze hier schön zum Leben erwacht und jeder seinen individuellen Handschliff mit reinbringt. Das Familiäre im ganzen Reiterhof ist einfach super. Unsere Chefs sind auch super
wenn was ist. Wir können jederzeit zu denen hin und wir haben immer offenes Ohr für uns. Wir sind hier so ein gebundenes Team. Es macht mir unheimlich Spaß zu arbeiten, weil wir uns immer ergänzen und ja, auch Spaß richtig bei der Sache haben. Und das Schöne an meinem Job ist, dass er sehr abwechslungsreich ist. Kein Tag ist wie ein anderer. Es gibt jeden Tag was Neues. Das Lächeln von den Gästen, die zufrieden sind, die rausgehen und einfach sich bedanken und fröhlich sind. Ich habe zwischenzeitlich wieder andere Projekte gehabt. Ich war Anfang der 90er Jahre hier und das Wiederkommen hierher war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das hat mir gut getan und ich bin froh, dass ich wieder hier gut aufgehoben bin. Die Familie Eggert, das ganze Team, was wir sind hier im Reiterhof, wir sind wie so eine Familie und es macht Spaß. Ja, und das merkt auch der Gast und ist mir das Miteinander ganz wichtig, das Miteinander untereinander, das Miteinander abteilungsübergreifend, da schaue ich dann ganz besonders drauf. Aber auch das Miteinander, dass das auch so ein familiäres Gefühl ist, wenn der Gast zu uns kommt, dass der sich schon gleich dazugehörig fühlt. Ich sage Ihnen aber warum. Weil einmal die Gastgeber sich nicht groß verändert haben. Sie sind die geblieben, die sie schon vor Jahren waren. Und vom Garten her hat sich nicht viel verändert. Das Ambiente passt weiterhin. Ja, deswegen sind wir da. Ja. Man fühlt sich einfach hier zu Hause. Die sind immer lustig und freundlich. Und die Familie Eckert, also bieten einem hier einfach eine Umgebung im und um das Haus herum, wo man sich einfach wohlfühlt. Es ist also natürlich nicht gestellt und deshalb ist das eigentlich immer eine ganz tolle Atmosphäre hier. Dass dem so ist, dafür sorgen die Mitarbeiter hier im Haus. Ob im Service, an der Rezeption, im Garten, im Restaurant oder in der Küche. Hier zaubert das Team um Küchenchef Ingo Schuster täglich frische, saisonale, regionale und internationale Spezialitäten. Seit vielen Jahren schon sind Ingo Schuster und Sous-Chef Thomas Enderlein ein starkes Team. Dabei hatten beide ursprünglich gar nicht vor, so lange im Reiterhof zu bleiben. Und ich wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben und es hat mir dann so gut gefallen, dass ich hier geblieben bin. Der Gedanke war eigentlich, ich bleib mal ein oder zwei Jahre hier. Und das habe ich dann auch dem Chef gesagt beim Bewerbungsgespräch. Und letzten Endes hat er gesagt, ja, der Küchenchef hat das auch gesagt und ist mittlerweile schon 10 Jahre hier. Und da habe ich gedacht, ja, 10 Jahre bleibe ich ja nicht, keine Chance. Der macht das schon. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich schon 15 Jahre hier. Ich bewundere die total, was die teilweise immer noch rausholen. Also nicht immer das, was man jetzt, das, was sie in ihrer damaligen Ausbildung gelernt haben, sondern die haben ja ihr ganzes Leben lang gelernt. Die haben ja vor 30 Jahren haben die ja schon auch Azubis ausgebildet, das heißt, die sind so erfahren in diesem Job. Wissen, dass nicht nur den hier gut ausgebildeten Azubis zugutekommt, sondern vor allem den Gästen. Gäste wie Anja und Dominik Benker, die sich im Reiterhof das Ja-Wort geben und ihre Hochzeit zu einer echten Traumhochzeit machen wollen. Also wir waren hier auch mal auf der Hochzeitsmesse und einfach die ganzen Ausstellungen, das Ambiente, das hat uns eigentlich von Anfang an überzeugt. Auch es gibt da hier auch einen Hochzeitsservice mit dazu, das ist natürlich auch ein ganz großer Pluspunkt. Und mein persönliches Highlight für die Hochzeit ist einfach der Garten. Also das ist, gibt's nichts Vergleichbares in der Region und deswegen ist die Entscheidung eindeutig für den Reiterhof dann ausgefallen. Der Garten ist eine wahre Oase. Eine Oase, die allerdings auch viel Pflege und Arbeit erfordert. Immerhin umfassen Garten und Park des Hotels einige Hektar. Entsprechend viel gibt es hier zu tun. Cindy Leupold und Heiko Schmalz kümmern sich um dieses Kleinod. Sie sind mit Leib und Seele dabei. Das sieht man und das bleibt auch seitens der Gäste nicht unbeachtet. Vor allen Dingen das Herzblut steckt drin, ne? Weil die Gäste, wenn die kommen und sagen, oh, ist super Anlage und super gepflegt, dann freut sich das Gärtnerherz, sag ich mal, und dann sagst du, ey, weiter so, ne? Ja, also die Entscheidung ist uns gar nicht schwer gefallen. Also wir waren einmal hier, wussten jetzt, was wir hier antreffen. Man bekommt ja alles von einem Wahnsinnshotel, die Wahnsinnskulisse mit der Terrasse, dem Ausblick, dem Park, den kleinen Park für Brautfotos, die man gleich mit der ganzen Gesellschaft machen kann. Ja, das Essen. Überragendes Essen, ein Traum und einfach der Service. Wir haben
eine Weddingplanerin, die jetzt nur Hochzeiten betreut und Tagungen und sich nur um den Verkauf kümmert. Und da ist es uns ganz wichtig, auch als Berater und Helfer dem Brautpaar zur Seite zu stehen. Das geht von der ersten Absprache, dass man da ganz detailliert anfängt, bis hin zum Junggesellenabschied, wenn man das möchte. Dann wird die Trauung durchgeführt. Aber bevor das noch ist, hat der Gast die Möglichkeit, auch zum Probeessen zu kommen, das Menü, was er sich ausgewählt hat, zu testen, nochmal Änderungen vorzunehmen. Möchte ich lieber eine andere Soße? Hat mir das so gefallen? Wir haben verschiedene Vorschläge bekommen, natürlich von dem wirklich sehr qualifizierten Personal auch vom Reiterhof, aber auch auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Schöne, unsere Ideen mit einbinden können, haben dann einen Menüvorschlag bekommen vom Küchenchef, und deswegen sind wir heute hier, dass wir den Menüvorschlag dann mal testen und uns dann hoffentlich letztendlich dafür entscheiden. Wir sind von der ersten Sekunde an super betreut worden. Es hat sich auch an dem Tag der Hochzeit wirklich so bestätigt, von vorn bis hinten, wirklich ein gutes Gefühl. Die Hochzeit war wirklich, da kann man nur 100% geben. Hat alles gepasst, vom Ambiente, vom Service, ja, alles war wirklich ganz perfekt. Da hat man nichts auszusetzen gehabt. Jetzt ganz neu haben wir unseren Walk of Marriage angelegt, wo dann die Brautpaare, die bei uns geheiratet haben, einfach per Handabdruck ihre Liebe verewigen können. Das finden wir eigentlich eine super Geschichte. Wir haben uns auch sehr gefreut, weil wir eben jetzt den Anlass hatten, nochmal herzukommen, weil man ja sonst es auch immer nicht so schafft, wie man das gerne möchte. Und das finden wir eigentlich schön, dass wir uns hier heute verewigen dürfen und eben ja auch nochmal die in Erinnerungen schwelgen dürfen. Jedes Mal wiederkommen und daran denken. Ja. Wenn es um Genuss geht, kennt er sich aus. Jacques Streit ist Champagnerbotschafter für Deutschland. Zum Reiterhof Würzberg hat er eine ganz besondere Beziehung, ist das Haus doch neben Hamburg und Köln eines von nur drei Hotels, die den Champagnerbotschafter der Confrérie du Sabre d'Or in Deutschland als Treffpunkt dienen. Die Champagner Sabrage hat hier Tradition. Dieses Sabrage ist was ganz Besonderes, und immer wenn ein Event hier im Hotel ist, kann man Ritter werden, wenn man dann natürlich die Regel vom Sabrage erklärt kriegt und auch wenn man die Flasche richtig köpft, sodass man dann nachher Ritter für die Champagner bzw. für Sabrage wird. Einzigartige Erlebnisse gibt es im Reiterhof Würzberg viele. Und eines davon ist sicherlich der Romantikpavillon. Ob zum Hochzeitstag, als perfekte Umrahmung für den Heiratsantrag oder einfach nur als romantischer Abend zu zweit. Dieses exklusive Angebot ist wie Urlaub in der Toskana, und das mitten in Franken. Mein Mann hatte die Idee vom Romantikpavillon, der da drüben steht, der gesagt hat, ich möchte da was bauen. Und ich habe dann gesagt, Mensch, da überlege ich mir was, wie das Konzept dazu ausschauen könnte. Wie wird es ein runder Abend, dass die Gäste wirklich einen rundum romantischen Abend haben, dass sie dann bis in die Nacht den Sternenhimmel genießen können. Also mir ist es ganz besonders wichtig, die Trends zu erkennen, auch für unsere Gäste individuelle Angebote zu schaffen. Und da lege ich besonders Wert drauf, dass man ein umfassendes und ganzheitliches Angebot darstellt. Wir schicken unsere Beauty-Mitarbeiter auf Schulung, dass sie die Schwangerschaftsmassagen lernen, was müssen sie bei Schwangerschaftsbehandlungen beachten, dass auch die Schwangere nochmal in eine große Erholungsphase kommt, weil danach ist die Zeit auch nicht mehr so da. Und dann kommt wieder das Ganzheitliche, wo ich einfach sage, die möchte nicht nur da oben Wellness machen, die möchte eigentlich auch schön Abendessen, wo man dann mit den Speisen auf die Schwangere eingehen kann und dass das Ergebnis am Ende rund ist und die Gäste zufrieden abreisen und sagen, schön, die haben an alles gedacht. Das auf jeden Fall, das spürt der Gast. Wenn hier alles tiptop läuft, wenn wir einander helfen, auch die Räumlichkeiten irgendwie vorbereiten oder nach dem Timing einfach mal schauen, dann natürlich überträgt es sich auch auf den Gast. Ja. Die Angestellten sind sehr, sehr nett zu den Gästen. Einfach alles optimal hier, gibt nichts zu bemängeln. Man kann hierher kommen, einchecken, dem Alltag entfliehen und über den Saunabereich erstmal runterfahren, dann in den Spa-Bereich gehen und eine Pärchenmassage machen. Das ist echt richtig gut. Zum Beispiel die Kräuterstempelmassage, vor allem wenn man Verspannungen hat, löst es die Verspannungen gut und es ist wohltuend. Man fühlt sich danach
wie neugeboren. Mir ist es ganz besonders wichtig, die Trends zu erkennen, auch für unsere Gäste individuelle Angebote zu schaffen. Und da lege ich besonders Wert drauf, dass man ein umfassendes und ganzheitliches Angebot darstellt. Das heißt im Konkreten, dass man nicht nur ein Produkt oder eine Kleinigkeit anbietet, sondern das komplette Konzept, wo sich der Gast für seine Wünsche rundum wohlfühlt. Wir haben Auszeichnungen, dass wir sehr gute Wasserwerte haben. Und die hängen auch oben im Eingangsbereich von den Umkleidekabinen aus. Also wir müssen uns hier nicht verstecken. Es kann jeder Gast sehen, wie unsere Wasserwerte sind. Ich bin 2014 zur Reiterhof-Familie dazugestoßen. Als Direktionsassistentin vertrete ich in erster Linie die Familie Eckert in Abwesenheit. Und zu meinen weiteren Aufgaben gehören abteilungsübergreifende Themen, wie zum Beispiel auch Dienstplangestaltung, Bestellungen, das ganze Administrative mit der EDV, dann Social Media, was ja heutzutage ein ganz wichtiges Thema ist. Und was ich auch genossen habe hier innerhalb des Hauses, kann man auch seine Fortbildungen vom Betrieb abhalten. Das Ambiente passt. Also ich vermisse hier nichts. Jeden Wunsch wird einem wirklich von den Augen abgelesen. Die sind sowas von freundlich und nett, offen. Und wenn was nicht geht, dann machen sie, dass es geht. Für uns sind es kurze Wege, aber wir würden auch längere Wege in Kauf nehmen, um herzukommen. Alle waren begeistert. Rundum von hier, von der Atmosphäre, von der Kaffee und Kuchen hatten wir hier auf der Terrasse. Alex sagt, das ist Wahnsinn mit dem Ausblick und dann auch der Garten und das Essen. Also wir haben wirklich nur positives Feedback bekommen. Wir haben es auch wirklich selber so empfunden. Ja. Es ist halt, wenn das Wetter passt hier, ganz tolle Atmosphäre wie im Urlaub. Rundum zufrieden als Überschrift.